Wir sind ja hier im Parasitenkongress. Vielleicht kannst du einfach mal kurz und knapp sagen, welche Folgen Elektrosmog auf unser Immunsystem haben kann. Also zunächst mal ist da zu nennen das Thema Melatonin, also ein wichtiger Spieler in unserer Abwehrlage oder in unserem Immunsystem und auch die Schlafqualität beziehungsweise die Regenerationsphase. Wenn ich mehrere Nächte zu wenig oder schlecht geschlafen habe, dann ist das Immunsystem kompromittiert. Ja. Das heißt, wenn jemand zu Fieberbläschen, Herpes simplex neigt, dann geht das ganz, ganz schnell, wenn er ein paar Nächte durchgemacht hat oder irgendwie zu wenig Schlaf hatte. Das Immunsystem funktioniert einfach dann nicht mehr so, wie es soll, ist nicht mehr so leistungsfähig, wie es eigentlich ist oder wie es eigentlich sein sollte. Und diese Fieberbläschen erscheinen, ja, oder andere Dinge eben auch. Insofern ist also vor allem die Schlafqualität das A und O. Da können wir ansetzen. Eben auch vor dem Schlafengehen, also in den Bereichen, in denen man sich vor dem Zu-Bett-Gehen aufhält, ist es wichtig, dass dort die Belastungen relativ gering sind, eben damit ausreichend Melatonin gebildet werden kann, im Vorfeld des Einschlafens, wenn man so will. Und natürlich ist auch die Lichtqualität ein ganz wichtiger Punkt. Ich sollte vermeiden, abends Blaulicht auf die Netzhaut zu bekommen, was völlig unnatürlich wäre abends, aber leider in den meisten Haushalten der Fall ist. Unsere ganzen Bildschirme, unsere ganzen künstlichen Leuchtmittel, Energiesparlampen, LEDs und so weiter. LEDs werden in den letzten Jahren zum Glück immer ein bisschen besser und flimmern etwas weniger und haben auch etwas weniger Blaulicht. Aber auch da ist eben zu messen, welche Leuchtmittel sind wie auffällig und kann man sie möglicherweise austauschen gegen bessere Leuchtmittel. So. Ein zweiter Aspekt ist, dass Parasiten, ähnlich auch wie andere chronische Erreger, intrazelluläre Erreger oder auch Pilze, auch Hefepilze, die wir in uns haben, auf Elektrosmog reagieren. Das heißt, ab einer gewissen Schwelle beginnen die sich unter Stress zu fühlen. Die sind also unter Stress gesetzt und sind dadurch virulenter, wenn man so will, beziehungsweise versuchen sich zur Wehr zu setzen und emittieren eben mehr Toxine, das heißt Stoffwechselprodukte, die uns dann wiederum zu schaffen machen. Ja. Also je weniger man diese Erreger dann dort unter Stress setzt, genauso wie wir werden auch die unter Stress gesetzt durch eben Felderwellenstrahlungen, desto ruhiger verhalten sie sich, wenn man so will. Und dementsprechend ist das im Rahmen von Therapien eben sinnvoll. Und ich glaube, sie vermehren sich auch tendenziell eher weniger, wenn halt wenig Elektrosmog da ist, beziehungsweise wurde anscheinend nachgewiesen, dass wenn das erhöht wird, dass sie sich dann einfach deutlich schneller vermehren beziehungsweise ausbreiten können, neben dem Fakt, dass sie halt mehr Toxine abgeben. Genau. Okay, du hast gerade Stress angesprochen, dass es einmal diverse Parasiten stresst, die dann für uns, ja, sage ich mal, schädlicher sind. Und auch, dass es uns stresst. Also ist es so, dass wenn ich halt ständig eine unterschwellige oder eine E-Smog-Belastung da habe, dass es auch für meinen Körper dann schwieriger ist, in den parasympathischen Zustand zu kommen, in dem ja wirklich nur so Heilungsreaktionen, Verdauung und viele weitere wichtige Dinge in unserem Körper möglich sind? Das ist wohl so. Also es ist natürlich die Schlafqualität an sich, aber es ist auch der Muskeltonus zum Beispiel. Und der Elektrosmog hat auch eine Wirkung auf unser Vegetativum. Also ganz viele Menschen berichten nach der Wegnahme von Elektrostress, also von verschiedensten Faktoren. Ich sage jetzt einfach mal salopp Elektrosmog oder Elektrostress, das sind ja verschiedenste physikalische Faktoren. Wenn man diese Faktoren massiv reduziert oder gar völlig eliminiert, berichten sehr viele Menschen, dass dann Symptome teilweise über Nacht verschwinden und auch Symptome, an die überhaupt nicht mit diesem Elektrosmog in Verbindung gebracht wurden bis dato. Also zum Beispiel häufiges nächtliches Wasserlassen, das heißt vermehrter Harndrang. Das ist etwas, was von unserem Vegetativum letztendlich auch gesteuert wird.
Und das, es ist ganz, ganz häufig, dass eben nach einer solchen baubiologischen Sanierung das nächtliche Rausmüssen ganz schnell aufhört oder zumindest sehr, sehr viel weniger wird. Bei kleinen Kindern ist es häufig so, dass sie dann trocken werden. Es gibt immer wieder auch Fälle, wo der Muskeltonus einen Einfluss hat. Das heißt, in dem Moment, in dem eine Sanierung durchgeführt wird, und wenn ich Sanierung sage, dann sind das häufig ganz einfache Maßnahmen, ganz pragmatische und einfache Maßnahmen, ja, dass dann eben Schmerzen verschwinden. Auch das haben wir sehr, sehr häufig. Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Verspannungen, die einfach verschwinden. Menschen, die unter Bruxismus leiden, das heißt also eine Beißschiene haben nachts und mit den Zähnen knirschen, das ist auch da, dass das völlig ja aufgelöst wird oder deutlich besser wird. Nächtlicher hoher Blutdruck immer wieder mal, dass das deutlich besser wird oder verschwindet, oder auch nächtliche Herzrhythmusstörungen. Also da gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Symptomen oder Symptomenkreisen, die dort positiv ansprechen immer wieder. Also immer wieder heißt in ja fast der Mehrzahl der Fälle, ich würde sagen rund der Hälfte aller Fälle, haben wir eigentlich sehr, sehr schöne Erfolgsberichte und Fallbeispiele, und einige habe ich auf meiner Webseite auch schon gesammelt, einfach als Kundenfeedbacks. Es ist einfach schön zu sehen, was man tun und erreichen kann.